Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Alpha 17 von 7 Days to Die an Tag 26, 4 Uhr morgens, schöne Musik und lustige Gesellschaft. Willkommen Aldi, willkommen Patrick. Howdy. Servus. Ja, die Nacht ist vorbei, wir haben ein bisschen gechillt und uns mit der Forge beschäftigt und was hat Aldi gemacht? Ich habe ganz wichtige Aufträge gehabt, nämlich euch zugeguckt. Du hast zugeguckt und hast beaufsichtigt, sehr gut. Ja. Und wir, ja, als ja, Aufseher. Ja, als Endboss darf man das machen. Jo, wir zwei müssen übrigens noch was erledigen. Ja, wir müssen noch zum Händler, weil wir letzte Mal ja diese Mission gemacht haben. Ja, so, sollen wir sicherheitshalber ein bisschen Geld mitnehmen? Vielleicht können wir ja was kaufen. Ich nehme mal mit. Nimm mal mit. Ich nehme mal 20.000 mit. Ich wollte gerade sagen, nimm mal ein Stack mit. Ach, verdammt. Aber, wir können uns ja noch Zeit lassen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld aufmacht, ne? Richtig. Und wir haben schon den Besuch. Was für eine Überraschung. Ja. Ja, da kommt wieder eine kleine Wanderhorde vorbei. Ja, zum Glück ist nicht Schewittchen, das ist immer schön. Immer schön. Nicht Schneewittchen. Oh. Aber es wundert mich, normalerweise hätte ich mit der gerechnet, weil jetzt die Forge die ganze Nacht eigentlich durchgebrannt hat, ne? Man hätte genau, denken sie können, war jetzt kommen, durch, ja. Also. Naja. Wird schon. Denke ich auch. Und hast was Schönes im Beet, Aldi? Ist alles wieder voll. Das ist ja schön. Fertig, meine ich. Das lohnt sich ja richtig hier. Bei uns kommt jetzt das Gewitter. Ach, jetzt ist bei euch sehr gut. Das ging schnell. In der letzten Folge war es bei dir? Ja, jetzt ist es bei dir. Und drei Tage später oder zwei? Nö, nee, bei uns ja, regnet es immer noch richtig kräftig und ab und zu hört man noch ein bisschen Gedonner, aber ist schon ein bisschen weggezogen. Gott sei Dank. Ja, schau an, wer kommt denn da? Ich schau gerade, ob der böse Wolf noch da ist, aber irgendwie. Er wird sich verpieselt haben. Ich sehe ihn nicht mehr, ja, der ist wahrscheinlich schon weitergezogen. Hat sich gedacht, bei den Handlampen da will ich nicht bleiben. Nee. Wahrscheinlich hat er auch gehofft, dass du die Hosen wieder voll hast und. Was, das war jetzt Stereo, Entschuldigung, bitte nochmal. Ich hab gesagt, wahrscheinlich hat er auch gerochen, dass du die Hosen voll hattest und ist dann abgehauen. Böse Unterstellung. Ich hab gefragt, ob jemand noch das restliche Schießpulver von unten holt. Ich bin noch im Bild beschäftigt. Ich muss hier einen Stein kloppen gerade. Ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, wo das ist. Ich hol's nachher, Patrick. Ich hab mir das Haus nämlich nicht markiert. Ich auch nicht, aber ich find's schon. Weil ich war auch nur eh mal da. Mit meinen Navigationsskills ist das kein Problem. Irgendwo randaliert, glaube ich. Das muss der Alte sein. Im Beet. Ich bin's nicht, zur Abwechslung. Ah nein, es ist jemand hinterm Haus. Achso, ja dann. Schau ich mal. Da sehe ich bloß einen, das bist du. Da hast du gerade kaputt gemacht. Jupp. Da ist noch, da ist noch einer. Hat aber die Bäume. Ja.
Ich gehe mal stark davon aus, dass dort wieder Respawn war. Sapalot, wo denn? Na, geht ja, bei unserer Klinikstation. Ja, wahrscheinlich, ja. Willst du mitkommen? Oder bist du schon los? Du bist schon los. Ja, bin gerade losgefahren. Ich komme. Guten Tag. Und war Respawn? Nein. Okay, spannend. Nichts. 220 Schießpulver. Gut. Sonst nix. Ach, hier kann ich das Brewing machen. Hops Flower und Murky Water. Hopfen haben wir nicht. Nee, aber ich nicht. Ich geh wieder, gell? Ja, ich komm mit. Und jetzt fahren wir nach... Ach nee, ich muss ja die Quest noch abgeben, mein Gott. Hui, hui, hui. Ein bisschen zerstreut, der Gute. Könnte wählen zwischen einem Eisenforscherkammer 3. Ne, warum nicht? Eine Laserpistole Level 3. Haubi. Jawohl. Kannst du den Heldenforum nochmal teilen? Der Wegbuch ist bei mir irgendwie weg. Was? Ja. So eine Frechheit. Und keine gespeicherten Wegpunkte mehr. Wow, aber na gut, dein Level hast du behalten, immerhin. Moment. Heldenforum. Jetzt. Dankeschön. Ey, das ist der Alte hier. Hi. Thank you, Survivor. Super, ich krieg Level 4 Iron Sledgehammer. Oder Level 4 Leatherhood. Ich glaube, ich nehme den Sledgehammer. So was Blödes. Ich hab gedacht, ich krieg was Anständiges. Naja. So, nochmal. Ich kann wählen auch zwischen Sledgehammer, Nagelpistole, Antibiotika und Raketen. Frack. Tja, und jetzt? Ist das nur eine Rakete oder was? Tatsächlich. So ein bisschen mau, ne? Weiß ich nicht. Haben wir einen Raketenwerfer? Haben wir das gar nicht? Nee, haben wir nicht. Dann nehme ich die. Nehme ich die Nagelpistole? Level 3? Ja, besser als nichts, gell? Antibiotika brauchen wir nicht wirklich. Nee. Ich hab's natürlich. Es war ja noch keiner infiziert, oder? Nee. Oder waren wir einmal infiziert? Nee. Ich glaube, du hattest einmal so ein sowas drauf, aber da ist nichts draus geworden. Ja. Kann ich mal gucken. Ach, keine. Im Secret Stash ist auch nur eine Menge Mist. Iron Boots Level 6 kostet 8000, echter Schnapp. So ein Mist. Concrete Mix. 50 Stück kosten 250. Meh. Gibt's Hopfensamen? Nee, leider nicht. Maybe next time. Maybe next time. Survivor. Da hat nichts da, der Sack. Verdammt. Also zumindest ich habe keine Hopfensamen gekriegt. Ich weiß nicht, ob du was. Guck mal. Spiritus. Drei Spiritus.
Und einer kostet 96. Das geht eigentlich noch. Ich fahr zum Heldenforum. Jo. Das ist eine gute Idee. Komm ich mit? Hast du alles mitgenommen? Ja. Jut. Alter, wir fahren schon mal los, ne? Ja. Betonmischung. Kann ich auf dem Weg denn vielleicht noch das eine oder andere Auto kaputt machen? Jo. Da sind doch Autos hier, genau. Shit. Verdammt. Aua. Blödes Vieh, blödes. Oh, eine Horde am Haus. Ferrari oder nicht Ferrari? Nein, nicht Ferrari, normale Horde. Okay. Also brauch ich nicht zurückkommen. Nee. Eine Batterie. Ja, Batterien haben wir mehr als genug. Wir brauchen Motoren. Ja, da ist noch keiner dabei. Aber hier ist ja noch ein zweites Auto, vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Hobby und Glück. Ja, ja. Alter Zweifler. Das kommt schon. Hält mich da so ein Kaktus auf. Da haben wir schon lustige Erfahrungen gemacht mit den blöden Kakteen, ne, Aldi? Ja, das stimmt. Wieso habt ihr das auch schon mal zusammengebracht, beim Kaktus zu sterben? Na, so gut waren wir noch nicht. Aber wir hatten eine Zeit lang einen Internetwettbewerb am Laufen. Ja, sozusagen, ja. Ja. Es gab da so ein unausgesprochenes Gesetz, dass wenn der andere in den Kaktus reinläuft, dass der andere dann dreckig lacht. Das haben wir irgendwann aufgegeben, gell? Warum eigentlich? Haubi? Ja. Bist du noch bei unserer Base? Ich bin gerade nochmal nach Hause, um das Lootzeug vom Auto zu verstauen. Kannst du mir einen Sledgehammer mitnehmen? Ja, ich hab einen, den kann ich dir mitbringen. Danke. Willst du jetzt auch Sledgehammern? Bist jetzt auf den Geschmack gekommen. Was war das? Der macht mir Angst. Steigung. Wer rührt da? Ja, es ist sehr bedenklich. Bedenklich. Ich konnte das jetzt nicht zuordnen, dieses Geräusch. Beängstigend. Und die scheiß Batterie, da kommt die scheiß Batterie hin. Zack. Der Radiator, den können wir einschmelzen, ne? Aber, nee. Die sammeln wir doch auch irgendwo, oder? Nee. Doch hier. Eisen. Zack, 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 zack. Aber die Coins kann ich wieder in die Kiste schmeißen. Haben wir eh nicht gebraucht. Wir haben 41.000 Coins. Nein, mehr sogar. 42.000 Coins. Krass. Wir sind reich, aber es gibt nichts, was wir kaufen können. Oh je. Yeah. Ich stelle noch mal ein paar 10 Bars her. Also centered. Ich hoffe, die waren centered.
Muss ich außer dem Sledgehammer noch irgendwas mitbringen, Patrick? Nein. Gut. Womit dreht man noch mehr Objekte? Mit der linken oder mit der rechten Maustaste? Mit links drehst du. Ich düse! Hofft mich im Sauseschritt. Doch. Und bring die Liebe mit oder so, wie war das? Eieiei. Ja, Aldi, ne? Das hat man als Kind gehört, sowas. Kodo, ja. Ja. Damals noch mit dem alten Kassettenrekorder, meine Herren. Und irgendwann gab's Bandsalat. Der war fein. Ich weiß noch, die alten Kassetten, ne? Wenn man sie dann ab und zu händisch vor- und zurückgespult hat, so mit dem Bleistift. Ja. Oder mit dem Kugelschreiber. Meine Herren. Bandsalat. Köstlich. Aber diese Kassettenrekorder, die waren super, ne? Wenn ich denke, als deine Kinder damals, da hieß es immer noch beim ins Bett gehen, ne? Da hast du immer eine Szene gemacht. Will doch nicht ins Bett gehen, will doch nicht ins Bett gehen. Dann hat die Mutti dann immer gesagt, oh, da war gerade eine Sau. Ne, das hat sie nicht gesagt, aber ich bin gerade an einer vorbei, meine ich. Da hat die Mutti immer gesagt, ach komm, eine Kassettenhälfte, darfst du noch anhören. Mein Gott. Und aus dieser einen, da wurde dann immer mehr. Weil die Mutti hat es ja nicht gemerkt, dass man heimlich dann aufgestanden ist und die Kassette umgedreht hat, ne? Ja, stimmt. Hat keiner gemerkt. Ganz böse Spitzbuben. Ja, die Rebellen waren das, die Rebellen. Boah, Army Camp, nein, schnell außen rumfahren. Ja, schau, da habe ich Lotte das Army Camp ohne uns. Nein, ich bin da versehentlich dran vorbeigefahren. Also ich bin nicht versehentlich vorbeigefahren, sondern ich bin versehentlich in die Richtung gefahren. Aber ich bin mit Absicht dran vorbeigefahren, so wollte ich das sagen. Ich wollte dieses Achievement nicht. Muss nicht sein. Man braucht nicht jedes Steam Achievement. Es gibt, glaube ich, kein Spiel auf Steam, wo ich 100% Achievements habe. Wie ist es bei euch? Seid ihr Achievement-Jäger? Ja. Echt? Ich habe ein Spiel, wo 100% sind. Okay. Mir fällt jetzt auch gerade kein Spiel, wo ich 100% hätte. Willst du uns verraten, Alde, welches Spiel das ist? Oh, da muss ich nachgucken. Ich meine, es ist The Walking Dead, zweite Staffel. Mhm. Also ich habe so das eine oder andere, was selten ist, was nicht so viele haben, aber 100% bei dem Spiel. Soll ich noch was mitbringen aus der Schmiede? Ah, nimm die fertigen Iron Bars mit vielleicht. Wenn schon welche fertig sind. 10 Stück sind fertig. Okay. Zement nicht mehr, 90. 10 Stahl. Was? 10 Stahl braucht man zum Aufwerten. Ich bringe jemanden mit. Soll ich Stahl mitbringen? Nein. Süß, nein. Dann komme ich jetzt. Zivix. Blödes Vieh. So, okay. Oh, was ist das denn? Ach, ein Reh. Oh, meine Fresse. Ganz ruhig, Aldi. Ach, hast du dir gleich mal aufgewertet auf eine Stahlluke? Nein, die habe ich gebaut. Das ist ein Tresor. Oh, Schneewittchen. Was bei uns daheim? Ja. Kannst du in der Werkbench bauen. Okay, die ist tot. Ich hoffe, die hat nicht geschrien, ey. Das doch. Scheiße, für alle. Tja, wo bist denn du? Der ist zu Hause. Wieso haust du mich? Ich kann nichts dafür, dass der Alte zu Hause ist, aber vielen Dank. Soll ich auch mal.
Mit meinem Hämmerchen. Das sieht aber anders aus. Ich bin gerade aus der Map rausgekommen. Ich geh auch gleich aus der Map raus. Sowas. Schaut euch den an. Achso, ja, hier, pass auf, Achtung, hier. Den habe ich gerade gelootet als Award, Reward. War jetzt nicht das, was ich wollte, aber... Das war das Ledgehammer. Nein, ich hab gemeint den Chlorhammer. Du hast doch Sledgehammer gesagt. Ja, dann schmeiß her, dann kriegst du meinen Chlorhammer. Nein, wenn du noch einen hast, dann passt das schon. Ja, ich hab einen Chlorhammer. Aber kannst du gerne haben. Ich kann hier gern zumachen. Kein Problem. Also 10 Stahl wird man brauchen zum Aufwerten. Und was willst du aufwerten? Ich meine die Blöcke da. Ach so, die, ja. Das ist brutal teuer. Aber Stahl echt. Am Block. Ja. Ja. So, du hast ja die Cobblestones da mitgenommen, ne? Die sind unten in der Kiste. Okay. Auf der Rückseite von der Leiter. Seine Kiste und da ist das ganze Zeug drin. Das ist aber mutig, das Ding da oben hinzustellen, aber gut. Ja, das ist quasi nur für Reparatur und das ganze Dings dann. Okay. Und die Flexstones, wo haben wir die? Die sind noch zu Hause. Ja. Nee, das ist alles da drin. Was, die Flagstones? Nö. Nö, ich sehe sie nicht. Hab ich so, die noch? So, meinst du die fertigen Blöcke schon? Ja. So, nein, ich hab nur für die Pflastersteine. Ah, die hab ich hier. Okay. Du willst die jetzt echt, du willst da oben auch noch die Rebars setzen. Bitte ich, ja. Okay. Zumindest die eine Reihe. Gut. Okay. Dann mache ich hier draußen noch die zweite Reihe mit den Cobblestones. Tja, aber wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Und der Alte ist ganz ruhig, er lebt aber noch, ne? Ja, aber einige Ferrari, ja. Mhm. Ja, kommst du klar oder kommst du nicht klar? Nee, die sind schon tot. Ich hab's hier mit der Magnum, hab ich sie kaputt gemacht. Ah, Respekt. Haben sie was gedroppt wenigstens? Nee, leider nicht. Super. Na schön. Tja, liebe Leute, das war's trotzdem. Ich wollte mir sagen, vielen Dank fürs Dabeisein bei 7 Days to Die. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Bis neulich. Ciao.